Mikrofon check 1, 2, 1, 2. Ladies and Gentlemen, okay, First Rap Session, herzlich willkommen zur geilsten Mikrofon. Okay, Contenance. Es kennen dich ja schon wirklich viele Menschen, möchte man meinen, aber die, die dich noch nicht kennen, die möchten dich kennenlernen. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, bitte. Ganz kurz, mein Name ist Nick Martin, ich bin seit 14 Jahren dabei, die Welt für mich zu erkunden und ich habe es zu meinem Ziel gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als Abenteuer zu sehen und dafür ist meine Live-Veranstaltung, die geilste Lücke im Lebenslauf, glaube ich, genau das perfekte Showformat dafür. Und in dieser Show erzählst du, eigentlich war ein Jahr geplant, ein Jahr Weltreise, es sind letztendlich 6 draus geworden. Wie ist das passiert, warum? Ich würde mal sagen, unverhofft kommt oft. Geplant war es für eine, durch die Welt zu reisen. Und als ich dann unterwegs war und gemerkt habe, oh wow, das gefällt mir, dann ist es ein bisschen ausgeartet und ich habe mich komplett ins Reisen verliebt. Und die Möglichkeit, irgendwie auch in Australien zu arbeiten, über Couchsurfing, low-budget-mäßig durch die Welt zu reisen, andere Menschen kennenzulernen, irgendwie für 2 Wochen in Kanada auf irgendeiner Plantage zu arbeiten, um dann ein bisschen, ich sage jetzt mal meine Finanzen, aufzustocken, um dann wieder weiterzureisen. So hat sich dann eins nach dem anderen ergeben und ja, letztendlich sind es dann ja 6 Jahre draus geworden. Du hast gerade schon ein paar Stories erwähnt oder angerissen. Wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, du hast natürlich viele krasse Sachen erlebt, aber eine der krassesten Sachen, die dir jetzt spontan in den Sinn kommen, was wäre das? Ich habe als Stripper in Las Vegas ein paar Dollar verdient. So, ein was. Ansonsten, ich bin mit einem Katamaran durch einen Hurricane gesegelt, was das erste Mal für mich irgendwie so Todesangsterfahrung war. Ich bin nackt mit dem Fahrrad durch Seattle gefahren, mit 800 anderen Menschen angemalt als der unglaubliche Hulk. Ich habe irgendwie Schweinchen in Mexiko aus Versehen gegessen, weil ich nicht wirklich Spanisch sprechen konnte. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Abenteuer, die ich erlebt habe, die ich dann natürlich auch in die Show packe und ja, den Menschen authentisch von meiner Reise erzähle. Du wurdest angeschossen, ausgeraubt, verhaftet. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, boah, warum mache ich das eigentlich und sollte ich nicht jetzt besser mal aufhören und nach Hause fahren? Also der Moment, warum mache ich das, den gab es tatsächlich sehr, sehr oft. Aber dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, hey, es war ja meine Entscheidung, das auch wirklich durchzuziehen. Und letztendlich hat es mich aber auch immer wieder in die Ferne gedrückt oder mich in der Ferne gehalten, anstatt zu sagen, ich gehe jetzt wieder heim und will irgendwie mein altes, normales Leben leben. Und ja, letztendlich war ich immer wieder motiviert zu sagen, ey, da draußen gibt es so viele tolle, schöne Erfahrungen und die will ich halt irgendwie. Ich war einfach hungrig nach Abenteuer und nach Lebenslust und entsprechend bin ich dann halt ja immer weiter gereist. Wenn du heute nochmal so eine Reise antreten wollen würdest oder vielleicht ist ja auch was geplant, was würdest du anders machen? Würdest du was anders machen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde von vornherein nicht so viel planen. Ich würde es mehr auf mich zukommen lassen. Ich würde weniger Gepäck mitnehmen. Und ich würde definitiv mein First Aid Kit ein bisschen aufstocken. Ja, ist bestimmt sinnvoll. Du bist aber nach den 6 Jahren irgendwann auch an einen Punkt gekommen, da hast du gedacht, so jetzt mal nach Hause. Warum? Was war das für ein Punkt? Was war das für eine Situation? Wie bist du nach Hause gekommen? Letztendlich war das ein Punkt, als ich dachte, okay, ich gehe jetzt erstmal heim, um, ich sag jetzt mal, nee, ich will gar nicht sagen, mein Leben zu überdenken, aber es war einfach mal der Punkt, wo ich irgendwann dann auch wieder mal das Gefühl hatte, zu Hause sein zu wollen und mit Freunden und Familien Quality-Zeit zu verbringen. Aber als ich dann heimgekommen bin, habe ich auch gemerkt, okay, krass, es ist, glaube ich, für mich mehr als nur irgendwie mal eine Reise meines Lebens gewesen zu sein. Und entsprechend habe ich mich dann, ich sage jetzt mal, informiert, recherchiert, mich weitergebildet, mein Skillset so erarbeitet, dass es mir die Möglichkeit gibt, auch noch weiterzureisen. Mittlerweile bin ich selbstständig und habe diverse Projekte am Laufen, um so halt meine Reisenart zu finanzieren. Aber was noch viel wichtiger ist, um mit meiner Leidenschaft, mit meinen Projekten, halt meiner großen Vision auch weiterhin zu folgen. Sehr schön. Hast du vielleicht damit schon beantwortet, aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen. Wie würdest du sagen, hat dich deine geilste Lücke im Lebenslauf verändert? Was hast du mit nach Hause gebracht? Oh, das ist, glaube ich, auf verschiedenen Leveln irgendwie zu beantworten. Also zu einem, ich habe längere Haare bekommen, ich bin ein bisschen grauer geworden, aber ich habe unwahrscheinlich viel Lebenserfahrung und Lebensfreude, ja, mehr oder weniger im Gepäck mit heimgenommen. Und meine Falten sind mehr geworden, aber ich sage immer, das ist optisch wahr gewordene Lebensfreude. Und dahingehend, ich bin offener geworden, ich bin immer noch neugierig, ich
habe den Vorteil, dass wenn ich jetzt wieder raus in die Welt gehe, ich muss nicht mehr alles sehen, sondern ich kann mir so ein bisschen meine Kirschen raussuchen, die ich irgendwie probieren will. Weil wenn du mal irgendwie in Asien warst und ein paar Tempel gesehen hast, du musst halt nicht noch diverse Wats in Thailand anschauen. Und dahingehend, ich habe eine andere Lebenseinstellung bekommen. Anhand meiner Erfahrungen, wie du schon gesagt hast, ich wurde angeschossen, ausgeraubt. Wenn du zu Hause bist und an einer Bushaltestelle stehst und der Bus kommt 5 Minuten zu spät und die Leute um dich rum, die, wo ist denn der Bus und warum ist er 5 Minuten zu spät? Dann guckst du die halt an und fragst, ja, wo ist denn dein Problem? Ne, werden wir auf den Fidschis angeschossen oder segeln wir durch einen Hurricane? Das ist ein Problem. Und du läufst mit leichteren Schultern durchs Leben. Ich habe auch gelernt, für mich Verantwortung zu übernehmen, für alles in meinem Leben und natürlich auch für die Konsequenzen. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht so einfach, aber irgendwann gibt dir das unwahrscheinlich viel Freiheit. Genauso habe ich für mich gelernt, dass Fehler machen geil ist, dass es eigentlich nur ein Synonym ist, Erfahrung zu sammeln. Und so ein dritter Punkt ist, nobody gives a shit. Also wir haben irgendwie alle Angst, unsere Träume zu erfüllen, weil wir Angst haben, was andere vielleicht darüber denken. Aber anhand von meinen Reiseerfahrungen habe ich halt irgendwann für mich ausfindig gemacht, hey, nobody gives a shit, und deswegen ziehe ich halt einfach mein eigenes Ding durch. Und das sind so ein paar Punkte, die ich von meinen Reisen natürlich mit heimgenommen habe, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und was das so ist, das erzähle ich natürlich auch in meiner Live-Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf. Und du hast gerade davon gesprochen, dass du dir jetzt die Kirschen rauspicken möchtest. Gibt es denn so ein paar Kirschen, die dir schon vor Augen schweben, oder? Da gibt es noch einiges. Also ich meine, ich bin ja ein sehr langsam reisender Mensch. Ich habe bis jetzt, keine Ahnung, so ungefähr 90 Länder bereist. Ich mache da keine Strichliste oder versuche irgendwie alle Länder der Welt ganz schnell irgendwie zu bereisen. Wenn ich in eine Kultur eintauche, dann will ich da so eine richtige Arschbombe reinmachen. Dann will ich mich mit den Locals auseinandersetzen. Dann will ich da ganz viele konfuse, komische Dinge essen. Und ab und zu lande ich dann halt im Krankenhaus mit der Lebensmittelvergiftung. Aber das sind halt alles so Erfahrungen, da habe ich Bock drauf. Und wenn man jetzt mal so auf diese geplanten Kirschen, die ich mir noch rauspflücken will, drauf eingehen, ich würde mal sagen, eine Exkursion in die Antarktis steht an. Also da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ich würde gerne mal die Transsibirische Eisenbahn fahren, ist im Moment ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, ich war noch nie in Nepal. Bhutan muss auch wunderschön sein. Und letztendlich sind es auch so ein kleines Mikroabenteuer. Und dahingehend, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wenn du so vor mir stehst und all das erzählst, dann bist du einfach total energiegeladen. Das ist auch das, was wir auf der Bühne immer sehen. Wie geht's dir denn in so ruhigeren Momenten? Gibt es Momente, die irgendwie schwierig sind, wo du irgendwie voll bist? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Das wird ja richtig deep hier, dieses Interview. Finde ich gut. Also natürlich, ich bin auf der Bühne und da gebe ich 100%. Und ich sage jetzt mal, Veranstalter beschreiben das dann auch, dass ich wie so ein Gummibär auf Ecstasy auf der Bühne bin. Aber das gehört bei mir mit dazu. Es ist eine Live-Show und es geht nicht nur darum, Bilder zu zeigen, sondern die Geschichten dahinter zu erzählen. Und das machst du halt einfach mit einer Energie, damit die Leute das so richtig mit reingerissen werden. Natürlich gibt es dann auch ruhigere Momente, wo ich einfach mal bisschen mich selber in die Steckdose anstecken muss. Ich sage immer, ich bin ein Introverted Extrovert. Das heißt, ich kann ganz viel Energie geben, aber um meine Batterien aufzuladen, dann sitze ich auch super gerne einfach mal ein bisschen zu Hause, lese ein Buch oder gucke einfach nur in die Decke und schnaufe, dass ich nicht ersticke. Also auch einfach mal ja, ein bisschen runterfahren. Und es gibt den energetischen Nick, aber es gibt dann natürlich auch die andere Version, wo ich dann auch einfach mal nur für mich bin und ich liebe es. Ich nenne es immer gerne Nick-Quality-Zeit, also einfach Zeit für mich zu haben. Ich bin jetzt auch zum Beispiel, bevor die Tour losgeht, noch mal in Fuerteventura für drei Wochen. Und da wird es auch einfach mal nur Nick und das Surfboard geben und einfach mal frühst in einem Van aufstehen. Die Tür geht auf, du trinkst einen Kaffee, du ziehst dein Wetsuit an, du atmest einfach diese wunderschöne Luft ein und freust dich einfach, irgendwie ins kühle Nass zu springen. Du hast es jetzt schon öfter gesagt, aber vielleicht 3 bis 5 Worte. Was erwartet die Zuschauer bei deiner Show? Worauf können wir uns freuen? 5 Worte. Muskelkater vor Lachen, träumen, inspirieren, lachen, weinen, aus sich rausgehen, Freudentränen, Mut. Also da kommen ganz, ganz, ganz viele Emotionen auf einen zu, wenn man sich mal auf was komplett Neues einlässt. Also es ist kein typischer Reisevortrag, es ist eine Show, geht auch ein bisschen länger, also man braucht auch definitiv ein bisschen Sitzfleisch. Aber ich kann jeden beruhigen, für alle, die sagen, oh mein Gott, wie kann ein Mann irgendwie 3,5 Stunden am Stück reden? A, es gibt eine Pause und B, diejenigen, die Angst davor haben, kommen danach meistens auf mich zu und sagen, krass, ich hätte eigentlich nochmal 4 Stunden zuhören können.